und billig. Start von 280 wadelstarken Radlerinnen und Radlern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs am Münchner Odeonsplatz. Ziel: Italien. 5 Tage später und 750 Kilometer weiter ist sie erreicht, die Emilia-Romagna, eine der schönsten Urlaubsregionen, die Italien zu bieten hat. Und ein ideales Radlerrevier mit einem Wegenetz von mehr als 8000 Kilometern. Unsere Münchner Radlgruppe zeigt uns die Höhepunkte. Etwa Sogliano, ein mittelalterliches Städtchen hoch über dem Rubicontal. Hier gibt es für die hungrigen Sportler erste Kostproben bereits auf dem Marktplatz der Piazza Matteotti. Mit Parmesan als Starter für eine nahrhafte Mittagspause. Dreigängige Touristenmenüs kosten in der Regel zwischen 12 und 16 Euro. Was zu viel war an Kalorien, wird später wieder abtrainiert. Wir sind seit 14 Jahren hier in der Emilia-Romagna und machen Familienurlaub. In erster Linie haben viele Kinder dabei, die sich dann im Hotel oder dann bei einem Radsportgeschäft ein Fahrrad ausleihen können, wenn sie die eigene nicht dabei haben. Und die Gegend hier ist ja flach und bergig. Die Anfahrt in den Apenninen ist etwas weit, aber die gut trainierten, die machen das. Eine Rad- und Gourmetwoche mit Frühstück kostet bei TUI ab 649 Euro, 4 Nächte bei Neckermann um 420 Euro oder 7 Tage bei FTI mit Flug ab rund 680 Euro. Und die Route beginnt vor der Hoteltür. Sie kommen öfters hierher, weil es hier so schön ist, weil man tolle Radeltouren machen kann, weil man Fahrräder nutzen kann, große und kleine Touren drehen kann. Und warum? Weil die Fahrräder auch in den Hotelpreisen beinhaltet sind. Das ist eigentlich das Schöne hier. Und das Wetter auch noch passt. So führt der Weg bis zum gar nicht so fernen Apennin, vorbei an einer hügeligen Landschaft, ohne dass die Wege auch für Ungeübte zu steil würden. Die Straßen sind gut ausgebaut, der Verkehr im Hinterland mäßig. Man kann ja auch mal eben einen Gang zurückschalten. Wer will sich schon im Urlaub wirklich quälen, wie es die sagenhaften italienischen Radprofis gemacht haben? Allen voran der Giro und Toursieger Marco Pantani, auch der Pirat genannt. Dem am Bahnhof von Cesenati ein eigenes Museum gewidmet ist, die Stiftung Spazio Pantani. Historische Quälerei hoch 3 auf dem Endlosband. Wie gut, dass unsere Münchner das deutlich lockerer sehen. So fallen auch viel mehr Highlights links und rechts des Weges ins Auge, wie der Schlusspunkt unserer Radrunde Bertinoro, der Balkon der Romagna, mit Blick bis zum adriatischen Horizont, wo wir gestartet sind. Was sagen Ihnen die Namen Baha, Mandy und Senna? Lotte, sagen Sie gar nichts.